Hallo und herzlich willkommen, liebe Arzt und Freunde. Ein Hoch auf die Spieler. 6 Packungen erhalten. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Sehr, 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 sehr gern. So, was soll ich dazu noch anderes sagen? Sehr, sehr gerne bin ich Teil dieser Hearthstone-Community von Blizzard und sehr, sehr gerne seid ihr das auch, sonst würdet ihr dieses Video hier nicht gucken. Heute ist der 7.11.2018 und wir haben, um genau zu sein, 22 Uhr. Wow! Wow! Ja, ich habe richtig, richtig fordert einen Freund in einem beliebigen Modus heraus. Oha! Oh, 4 neue Karten wurden zum Classic-Set hinzugefügt. Ihr könnt sie jetzt herstellen oder aus Classic-Packungen erhalten. Fügt einem Diener 2 Schaden zu, zieht eine Karte, wenn er eingefroren ist. Aha! Mage-Karte, noch eine Mage-Karte. Für einen Mana, Voliant der Intelligenz. Erhaltet einen zufälligen Magier-Zauber auf die Magier-Zauber auf die Hand. Und eine Warlock-Karte für einen Mana, Ruf der Leere. Erhaltet einen zufälligen Dämon auf die Hand. Okay. Oh, und für eine Karte muss man noch umblättern. Für einen Mana, Stibitzen. Erhaltet eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Aha. Interessant, interessant. Ja, ich war ein paar Tage nicht in Hearthstone drinne. Wir sehen das hier. Ich habe vorbestellt. Oh ja, Mitte Dezember verfügbar. Oh ja, wir freuen uns alle so sehr. Ich freue mich wirklich. Aber wir machen jetzt erstmal die Packungen hier auf. Ich hatte schon lange keine Legendäre mehr. Es ist mal wieder an der Zeit, Leute. Es ist an der Zeit. Habt ihr den Zergling gesehen? Okay. Komm, gib mir was. Gib mir was Schönes. Golden selten ist schön, das gibt Staub. Selten. Mhm. Mhm. Letzte Packung. Okay. Ja, Leute. Erstmal hier Staub. 425 Dust, ne? Ist schon nice. Einfach so für lau, for free. Neu. Ohne Hashtag. So. Der hier entzaubern. Ja, sehr, sehr cool. Gab eine Menge Dust. Und was machen wir denn jetzt im Standardmodus zusammen? Was machen wir denn jetzt? Mechasun? Ich eigentlich noch mal Bock drauf, ne? Mechasun. Was haben wir denn für Quests? Gucken wir da doch erstmal rein. Wir haben auf jeden Fall hier die neue gekriegt. Ein Hoch auf die Spieler. Fordert einen Freund in einem beliebigen Modus heraus. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja, kleiner Bau machen wir weg. Nur die Größe zählt. Spiel 12 Diener aus, die 5 oder mehr kosten. Okay. Ja, wir machen jetzt einfach nochmal einen Priester, oder? Komm, wir machen jetzt einen Mechasun-Priest. Haben wir schon gesehen. Oh, abbrechen. Standardmodus sind wir ja drin. Haben wir schon alles gesehen? Egal. Es ist wie es ist, Leute. Ne? Es ist wie es ist. 7.11.2018. Ja, ich habe noch ein bisschen Videos für euch vorbereitet im wilden Modus. Also da habe ich, glaube ich, noch bis zum 12. oder 13.11. Videos vorproduziert. Flaschenbob. Das Licht wird den Sieg bringen. Das
Licht ist mit den Gerechten. Also die Videos im Bildenmodus, die nächsten Tage noch kommen für euch, die sind natürlich nicht so mega aktuell. Aber ich habe, wie gesagt, bis zum 12. oder 13. vorbereitet. Nur anders kann ich das halt nicht machen in meinem Leben. Ich habe halt nicht jeden Tag Zeit zum Zocken und dementsprechend, wenn ich dann mal Zeit habe, dann produziere ich auch direkt ganz viele Videos für euch. Dann, damit das klappt. Ist jemand verletzt? Flaschenbob. So, Flaschenbob. Ist jemand verletzt? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ich muss auf jeden Fall den Hammett rauscoin, dann ist alles gut. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Momentan Artikel 13 habe ich auch ein Video zu gemacht. Das werde ich wahrscheinlich gleichzeitig mit diesem Video hier raushauen. Da bin ich momentan echt, das beschäftigt mich schon sehr, weil ich über die Jahre hinweg halt wirklich viel Zeit und Arbeit in diesen YouTube-Kanal gesteckt habe. Klar, es ist ein Hobby, es hat mich keiner dazu gezwungen oder so, aber es steht halt auf der Kippe, dass einem das kaputt gemacht wird und das stimmt mich sehr, sehr traurig und auch bedenklich. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass alles gut geht, dass die kleinen YouTuber auch ihre YouTube-Kanäle behalten können, weiterhin ihre Videos machen können, weil ich das echt traurig fände, ja, wenn die ganzen kleinen Kanäle untergehen. Da rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern stellvertretend für alle kleinen YouTuber, die plus minus 1000 Abonnenten haben, weil ich glaube, dass die großen YouTuber da nicht großartig drunter leiden werden. Wer wirklich leidet, sind halt die Kleinen. Wer da wirklich drunter leiden wird, sind die kleinen YouTuber, die halt nicht die Reichweite haben, die nicht das Geld haben, die nicht die Connection haben, sich an YouTube selbst zu wenden und zu sagen, ja hier, ich habe alle Lizenzen, ja hier, ich habe keine Urheberrechtsverletzung, weil ich legt da auch großen Wert drauf. Und wenn ich schon Computerspiele zeige, da habe ich ja nicht das Urheberrecht von, aber dann ist mir auch wichtig, dass ich das vorher mit den Publishern abgeklärt habe. Okay. Dass ich das vorher abgeklärt habe und dass ich das auch machen darf, ne? Also da lege ich schon großen Wert drauf und es ist jetzt nicht so, als würde ich alles hochladen, was mir vor die Flinte kommt und als wäre mir das einfach egal. Ist definitiv nicht so. Und ich denke, dass die YouTuber, die das mich kurz konzentrieren, die das einigermaßen so ernst nehmen oder wirklich auch mit Liebe und Leidenschaft betreiben, so wie ich und einige andere auch, dass die da auch einfach Wert drauf legen auf Urheberrecht, weil man möchte ja nicht seine Arbeit, seinen Kanal, sein Hobby gefährden. Ich meine, weiß ich nicht, womit man das vergleichen könnte. Ruf diesen Diener lauter Wort, wenn er. Oh, okay. Um...
Es ist ja genauso, als wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, viele Jahre dafür gespart hat oder dafür gearbeitet hat, um sich ein cooles Auto zu leisten, ja, das richtig, richtig teuer war. Man hat halt einfach die Priorität gehabt, ey, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, aber ich möchte unbedingt diesen Sportwagen haben. Jetzt mal als Beispiel, ne? Natürlich möchte man mit dem Wagen auch schneller fahren, aber man geht ja jetzt nicht das Risiko ein und fährt da haarscharf mit 300 km/h an so einer Klippe vorbei. Oder slidet und driftet durch die Kurven, so nach dem Motto, ja, wenn die Karre kaputt ist, dann Pech gehabt oder so. Das Risiko würde man ja gar nicht eingehen wollen. Weil man seinen Wagen, wofür man so viel gearbeitet hat, wofür man so viel Geld investiert hat, dann möchte man schön lange erhalten, damit man auch lange und viel von dem Wagen hat. Ist doch wohl klar. Das ist ja wohl klar. Das ist ja normal. Oder egal was, ne? Aber das kann man eigentlich so aufs echte Leben gar nicht übertragen, weil wenn man an so einer Webseite baut oder an einem YouTube-Kanal baut, das ist halt was völlig anderes, ne? Das Blöde ist, ich habe Schattenwort Schmerz und Lebensentzug noch. Jetzt kann ich die Kombo, glaube ich, nicht machen. Wie war das nochmal? Muss ich erst den spielen oder erst die spielen? Ich weiß das nicht mehr. Ja, es war dumm von mir. Ich habe zu viel gelabert, deswegen habe ich hier Schattenwort Schmerz noch auf der Hand. Ich meine, das werde ich ja los, aber Schattenwort Schmerz nicht. Ah, jetzt habe ich verloren. Q. Blöd, blöd, blöd. Naja, wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der, also Artikel 13, darum geht's ja, dass das der Tod für YouTube ist. Wie gesagt, glaube ich nicht. Dafür die großen YouTuber, die werden schon dafür sorgen. Die haben schon ihre Kohle und ihre Anwälte und ihre Angestellten, die sich um den ganzen Schnickschnack kümmern. Geil. Vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Aber ich muss das in richtige Reihenfolge bringen, ne? Jetzt hat er mir seine Karten gegeben, damit ich die Kombo nicht machen kann. Okay. Ich habe fast keine Karten mehr. Oha. Oha. Man ist nur so tot, wie man sich fühlt. Mir geht's nicht so gut. Ich weiß echt nicht mehr. Also den spielt man zuerst, ne? Und dann zweimal den und dann den? Ne, ich glaube erst den und dann zweimal die. Ruft ein Diener mit Todesrüchen aus eurer Hand herbei. Den muss ich, glaube ich, zuerst machen. Damit der zuerst rauskommt und dann die zwei Splash machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
Ja, das hat er natürlich nicht schlecht gemacht, mir die zu geben, weil ich das Ei vor allem nicht triggern kann. Ach doch, kann ich doch. Macht es Sinn? Nee, den kriege ich ja nicht tot, ne? Ich muss das Ei. Ich glaube, das verliere ich, weil ich die Eier nicht loswerde, ne? Wollen wir es trotzdem mal ausprobieren? Ich glaube, das hätte ich anders gar nicht regeln können. Das hat er gut gemacht mit dem Reinschaufeln, vor allem mit dem Ei. Weil das bin ich ja dann gar nicht losgeworden. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, wie gesagt, dass YouTube noch so bleibt, wie wir es kennen und lieben und leben und dass es für euch als Zuschauer sich nicht großartig verändert. Und dass sich das für uns als Content Creator, egal in welchem Bereich, ob jetzt für Gamer oder irgendwas anderes, dass sich das da auch nicht groß verändert. Ne? Das wäre schon echt schade. Ach, ich hätte auf den Hemet pokern können, aber egal. Unseren Fluch in unsere Stärke verwandelt. Ich grüße euch. Das Ende da! Sir Alex. Gut gespielt. Ja, gut besiegt. Nee, läuft nicht. Was willst du tun?
der nächste Mal sehen. Das gibt's ja nicht. Das Licht wird den Sieg bringen. Oh, Zulok. Okay. Ist jemand verletzt? Zulok könnte interessant werden. Da habe ich, glaube ich, sogar eine Chance. Aber Gas. Das Ende naht. Oh, was machst du jetzt, Kollege? Was machst du jetzt? Face, face und skip, ne? Na. Okay. Aber das hat mir einen weiteren Turn beschert und das Board ist frei. Also, das ist gut. Sehr schön, das ist sehr gut für mich. Das ist sehr schlecht für mich. Okay, dann machen wir es so. So. Lebensentzug fügt allen Dienern Schaden zu. Ja, 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 finde ich gut. Ja, wenn ich das spiele mit dem zusammen und halt 2 Damage an allen, wäre cool, aber es stirbt halt keiner davon. Deswegen muss ich, glaube ich, healen. Blöd, aber ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Gerade. Er macht mir wieder 9 Damage, das ist, ja. Ach du meine Güte, ey, krass. So, eine Runde mache ich noch und dann nehme ich Anduin gegen Rexar. Lass die Jagd beginnen. Noch ein anderes Video auf, bevor ich ins Bett gehe. Hallo Emmet.
Hi. Okay, okay. Das kann ich nicht tun. Aha. Ja, schön. Aber erstmal kommt der Hammett raus. Wow. Ach, hat er schon wieder das? That's not fair. Schrei ich die weg? Ja, komm, ich schrei die weg. Weggeholt. Komm, wenigstens ein Win noch. Eine Runde, ein Win. One round, one win. Kann diesem Zug keine Helden angreifen? Wieso konnte der mich angreifen? Weil der Kampfschrei nicht gewirkt hat, ne? Nur der Ansturmeffekt. That's not fair. Wow, ey. Ich bin tot. Der macht mir 14 plus Waffe. 15. Ah. Ja, ich bin tot. Ich konnte die leider nicht alle spielen. Schade, schade, schade. Ich denke, er tötet mich jetzt. Naja. Ach Leute, es sollte nicht sein, ne? Ah, man hat so Tage. Man hat so Tage. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!